Hi Leute, heute geht's um den überraschenden Grund, warum das Durchschnittsalter bei uns gestiegen ist. Und zwar die Lebenserwartung. Lebenserwartung ist bei uns in Deutschland in den letzten Jahren immer gestiegen. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr, letztes Jahr genau ausgeschaut hat. Aber im Schnitt ist das Durchschnittsalter bei den europäischen Ländern und so weiter, wo die medizinische Versorgung besser wird, immer mehr gestiegen. Und ich wollte heute nur den eigentlichen Grund dafür erklären, woran es liegt, auf was ganz Wichtiges hinauskommen. Der eigentliche Grund, warum das Durchschnittsalter immer höher wurde, ist nicht, weil wir immer gesünder werden. Diesen Fehler darf man nicht machen, sondern das Durchschnittsalter steigt ganz einfach, weil wir immer länger am Leben gehalten werden, weil der Tod unnötig hinausgezögert wird. Der Gesundheitszustand ist ganz im Gegenteil nicht besser. Der Gesundheitszustand ist wesentlich schlechter geworden. Und das muss man erstmal verstehen. Wenn man alle Medikamente, all die medizinische Versorgung abschalten würde, dann würden die meisten Leute durchdrehen, Suizid begehen oder würden eben an ihren Krankheiten sterben. Direkt. Und nicht hinausgezögert. Über Jahre. Es ist eigentlich ein langer Prozess des Sterbens, den wir kultiviert haben in unserer zivilisierten Gesellschaft. Aber der Gesundheitszustand ist nicht höher. Und das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Wie gesagt, wenn du alle Medikamente, all die medizinische Versorgung wegfallen lässt, dann würden die Leute viel früher sterben. So, das heißt, wir haben heutzutage eigentlich immer mehr Möglichkeiten, uns richtig zu versorgen, haben immer alles da, mehr Komfort als jede andere Generation. Jeder Hartz-IV-Empfänger hat mehr Komfort als ein König vor 100 Jahren. Wir haben mehr Komfort denn je und trotzdem sind wir in einem Gesundheitszustand, der schlechter ist als je zuvor. Das, was ein 60-Jähriger vor 100 Jahren geleistet hat, körperlich, kann ein Durchschnitts-20-Jähriger heutzutage körperlich gar nicht mehr vollbringen. Er kann es gar nicht mehr. Sein Körper ist gar nicht mehr in der Lage dazu, den Alltag zu bewältigen, den ein 60-Jähriger vor 100 Jahren hatte. Der ist jede Einkaufsstrecke gelaufen, der ist überall hingelaufen, hat alles Mögliche zu Fuß gemacht, hat sich viel, viel mehr bewegt. Und allein diese Tatsache sollte einmal zu denken geben. Und daran merkt man, auf welchem Gesundheitszustand wir heutzutage sind. Der ist keineswegs besser als in der Vergangenheit. Ganz im Gegenteil. Und man sieht schon, dass immer mehr Krankheiten schon im Kindesalter auftauchen. Solche Krankheiten, die früher Altersdiabetes hießen und die nur im späteren Alter aufgetreten sind, Fettleibigkeit und so weiter. Mittlerweile gibt es Diabetes, Fettleibigkeit bei Kindern. Bei Kindern tauchen schon diese ganzen Krankheiten auf. Ich glaube, mittlerweile wird in den USA mehr Geld für Medikamente ausgegeben als für Essen. Das heißt,
Die Leute essen mehr Medikamente als essen. Und dann fragt man sich, ist das die Lösung? Ist das das gesündeste Land? Dann kann man wirklich erkennen, der Sterbensprozess ist einfach nur unnötig hinausgezögert. Tod ist so ein anderes Thema, das in unserer Gesellschaft sehr verdrängt wurde und viele können den Tod nicht mehr so annehmen, wie er ist. So, und wenn die Zeit gekommen ist, dann halten sie ewig daran fest. Dadurch wird das Ganze aber sehr unschön. Und in Würde sterben ist eine äußerste Seltenheit in unserer Gesellschaft geworden. Und dementsprechend kann man sich fragen, wo man dahin möchte. Sonst war es noch normal, da gab es noch Leute, die stehen noch mit 100 auf dem Feld, konnten noch arbeiten. Irgendwann haben sie gemerkt, hey, es wird Zeit. Die Energie ist nicht mehr da. Aber sie haben ihren Körper vorher nicht kaputt gemacht, bevor sie hier gegangen sind. Und einen Totalcrash veranstaltet. Aber das ist das, was wir machen. Und dann mit der Medizin kann man den Tod halt dann unnötig strecken. Das Durchschnittsalter steigt dadurch, die Lebenserwartung steigt dadurch nicht. Wenn man es mal wieder wirklich als Leben sieht, das dahinter steckt, da ist keine Energie mehr dahinter, da ist keine Freude mehr im Leben, nicht mehr so großartig, das wurde einfach gestreckt. Es ist ein ja, qualvoller Tod, zäh und lang gestreckt, Durchschnittsalter steigt, aber Lebenserwartung, aus meiner Sicht, so wie ich das Wort definieren würde, steigt die Lebenserwartung definitiv nicht. Und das muss wirklich mal wieder tief ins Bewusstsein sacken. Als mir das klar wurde, habe ich gemerkt, hey, jetzt wird es Zeit, irgendwie mal selber Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen, selber Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Und die Eigenverantwortung ist eben der Schlüssel, um wirklich dauerhaft gesund und glücklich zu werden. Dauerhaft wieder immer mehr ins Leben zu kommen und in einen gesünderen Zustand zu kommen mit dem Körper. Dazu gibt es diverse Sachen, die man machen kann. Ich habe diverse Kurse dazu gemacht. Also schau einfach mal auf meine Webseite. Nutrition Now explizit, wenn dich der Aspekt der Ernährung interessiert, wenn du selber schon gemerkt hast, hey, mit der Ernährung kann man da einiges umstellen und wenn du es wirklich wieder am eigenen Körper nachvollziehen möchtest, wie man sich fühlen kann, dann schau einfach unten drunter. Ist verlinkt mit allen Infos. Das ist eben eine Möglichkeit, was die Ernährung anbelangt. Und dann geht es eben auch um den ganzen Rest. Darum wieder, sich mehr zu bewegen. Weil solange du dich bewegst, kannst du viel kompensieren. Aber wenn die Bewegung wegfällt, dann ist es auch wesentlich ausschlaggebender, wie du dich ernährst und die sonstigen Bedingungen. Aber wenn du dich bewegst, dann bist du viel mehr im Fluss. Dann ist die Ernährung nicht ganz so ausschlaggebend, aber trotzdem macht sie einen enormen Unterschied. Und es ist nur eine Gewohnheit. Und wenn du diese Gewohnheiten mal geändert hast zu positiven Gewohnheiten und neue Geschmäcker entdeckt hast, dann ist es ein, ja, ein Kinderspiel und es ist eine Gewohnheit. Es wäre dann wieder schwierig, sich schlecht zu verhalten. Dementsprechend, das sind einige Punkte, die du umsetzen kannst. Dann eben jeden Tag rausgehen an die frische Luft. Wieder unseren Organen, der Lunge, wieder das geben, was sie eigentlich braucht, wofür sie eigentlich geschaffen ist. Und dann kann der Körper wieder langsam in einen ganz anderen Gesundheitszustand kommen. Und das ist der wichtige Punkt, langfristig Gesundheit zu schaffen, chronische Krankheiten loszuwerden. Das kann man, indem man sein Leben wirklich verändert, seine Lebensweise. Dann erzeugt man ganz automatisch Gesundheit.
Und das wünsche ich dir und jedem. Und ich wünsche mir nicht, dass du selber die Erfahrung machen musst, selber irgendeinen langgestreckten Tod zu haben, sondern ich wünsche mir, dass du bis ins hohe Alter, bis du dann irgendwann mal, bis es eben soweit ist, von dieser Welt gehst, gesund und fit und lebendig und fröhlich durch diese Welt wandern kannst. Das war's eigentlich für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann gib einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und genieß dein Leben. Mach's gut. Ciao.